Und da stand sie! Da stand sie! Basti, go, go, go! Wahnsinn! Heute ist Renntag, hä? Heute ist Renntag. Heute geht's rund. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen aus St. Anton am Arlberg. Und jetzt kommt's. Rennwochenende. Ostersonntag ist heute und der weiße Rausch startet. Das seht ihr auch hier drüben. Ein ganz, ganz sensationelles und wirklich atemberaubendes Skirennen, wo jedermann teilnehmen kann. Und heute schicken wir Basti ins Startfeld. Ich werde das Ganze begleiten mit diesem Videoblog, hinter die Kulissen euch nehmen und ja, das Rennen aus einer ganz anderen Perspektive darstellen. Und Basti, der holt gerade drinnen seine Startnummer ab, um dann am Rennen teilzunehmen. Und wie das so aussieht, was hier in St. Anton stattfindet, das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche viel Spaß und sehr gute Unterhaltung. Auf geht's ins Adventure! Startnummer 18? Startnummer 18, erste Block. Also ganz vorne mit dabei. Ich will sehen, dass du auch als 18. ins Ziel kommst, Kollege. Okay, Anspannungsgrad ist hoch, merke ich. Ja, ist sie. Das ist halt, du hast so viele Geschichten. Manche sind sehr gut, manche sind auch echt ein bisschen böse. Und ich kenne das nicht, ich kenne die Strecke ja auch gar nicht. Oder ich kriege sie nicht mehr zusammen. Wir sind ja erst ein, zwei Mal hier gewesen. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal eine Besichtigung auch machen. Auf jeden Fall. Machen wir. Dann legt sich, glaube ich, auch die Anspannung. Easy. Aber wie ist in deinen Augen die Stimmung heute am Renntag bei den Leuten in St. Anton? Ja, ich habe einstweilen mal nur die Stimmung meiner Mitarbeiter erlebt. Die sind alle top drauf, sind alle bereit für dieses große Rennen. Und wenn ich jetzt so die ersten Läufer und Läuferinnen sehe, dann glaube ich, das wird halt ein großartiger Tag. Ja. Und wir freuen uns schon sehr drauf. Ja, Wetter ist auch perfekt. Sehr gut bestellt, oder? Besser geht's gar nicht. Ja. Und dann noch die ganzen Zuschauer. Jetzt in Osterferien ist ja viel los hier, ne? Es ist sehr viel los und wie gewohnt werden so ab 16 Uhr die Zuschauer zu uns kommen und dann ist der ganze Zielbereich voll und dann gibt es die richtige Stimmung, die sich dann die Athleten auch verdienen. Okay, beschreib mal, was du hier gerade siehst. Kommt da oben bei Raiffeisen rein und dann muss ich später noch über diese drei riesengroßen Schneehaufen irgendwie drüber kommen. Das Brutale ist, du hast dann schon 10 Minuten Abfahrt in den Beinen, über dicke Huppel musstest du drüber, du musstest aufsteigen. Das, ich glaube, das zwirbelt dann nochmal richtig schön. Roderick ist auch im ersten Starterfeld, oder? Ja. Ja? Bist du bereit für den Run, für den weißen Rausch? Ja, keine Ahnung, wie es geht, aber bereit bin ich schon. Bist du dein allererster? Ja, mein erster Rausch, ja. Okay. Ich bin sehr gespannt. Aber du hast gesagt, du hast schon mal im Groß-Venediger so ein Rennen mitgemacht. Ja, schon ein paar Mal. Okay. Also du bist ein bisschen erfahren im Rennmodus. Ja, okay. Das kenne ich mir aus, ja. Ja, sehr gut. Was ist deine Taktik heute? Laufen lassen. Richtig laufen? Ja, so wenig wie möglich die Kurve machen. Ja, ich hoffe, dass die Ski gut gehen. Ja, Ski wechseln und ja, das. Sehr gut. Ich hoffe, dass es passt. Roderick, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und rock den weißen Rausch. Wir sehen dich dann in der Zielarea. Cool. Sehr cool. Versprochen sind wir jetzt hier oben am Berg an der Waluga angekommen und hier ist der Startbereich vom Rennen gleich. Seht ihr hier auch die Banner und genau darunter, circa 20 Höhenmeter drunter, ist der Start, wo die Masse quasi in einem Ring steht und in diesen Kessel hineinfährt. Und ja, Basti, Stimmung ist schon aufgeregt, das merkt man wirklich. Mit ihm gemeinsam werde ich jetzt eine kleine Streckenerkundung machen, eine Inspektion, um einfach mal die Strecke kennenzulernen. Ja. Ich nehme euch mal kurz mit, dass ihr mal diesen Aufbau hier seht. Ich sag mal, vom Wetter hätten wir es einfach nicht besser treffen können, wie ihr das hier seht. Keine Wolke drin, absolut atemberaubende Aussicht hier oben. Und das ist jetzt hier die Start-Area, der Startbereich, ja. Da links beginnen die Starter, sich im Kreis aufzustellen, rechts herum, bis da vorne circa, ja. Und dann geht's von dieser Position aus in den Kessel hinein, im Massenstart, da runter und da vorne hinter dem Berg, das sehen wir jetzt nicht, da müssen die Starter quasi 37 Höhenmeter hinauf, also den Berg hinaufklettern, um dann wieder da vorne rauszukommen, ja, und diese Strecke herunter bis zur Ulmer Hütte zu fahren.
wie das Ganze dann aussieht, das zeige ich euch jetzt gleich in der Streckeninspektion. Und jetzt halten wir mal kurz ein Pläuschen mit dem Basti, wie er sich so fühlt. Alles klar, das ist also der Startbereich. Kann ich nicht eigentlich einfach, guck mal, wenn ich da einfach über die Kuppe fahre, da hinten geht es auch runter, meint er. Dann bin ich direkt da, dann kann ich mir das Aufgehen sparen. Und dann fahre ich dir hier 5 Minuten oder 4 Minuten raus und drehen hier alle durch. Ja, welche Linie willst du? Rechts, glaube ich, wirklich ist dumm. Rechts sieht es nämlich relativ flach aus. Und so links mittig, wie er sagte. Da vorne irgendwo, ne? Und dann da rausschießen, weil dann hast du auch den Vorteil, dass du von links aus geradlinig auf diesen Aufstieg zufährst. Ja, und da rechts unten ist eine Mulde, siehst du? Ja. Dann nimmst du den Punkt raus. Ich habe das gerade gesehen, der Rodek und der Basti sind gerade mal Schuss hier reingestartet. Und wenn man das macht mit dem Startpunkt, oder, und mit allen gemeinsam rausstartet, dann muss man Glück haben, ganz vorne zu sein. Denn wenn man da wirklich in den mittleren Pull kommt, da ist ein Unfall fast vorprogrammiert, beziehungsweise sehr riskant, weil man halt im Mittelfeld ja vielen Menschen begegnet. Das heißt, entweder man fährt ganz, ganz vorne mit oder man wartet ein bisschen und fährt beruhigt in dieses Stück hier hinein und kommt dann quasi an den Aufstieg. Und wo dieser Aufstieg ist, da fahren wir jetzt mal hin. Ja, und hier sehen wir diesen brutalen Anstieg. Da vorne ist Basti. Basti, schrei mal, wie geht's dir? Boah, erster Teil easy, hier ist direkt ultra krass. Hier hoch. Also die Höhenmeter hier sind nicht zu unterschätzen, das ist wirklich hoch. 37 sind es an der Zahl. Und wie fühlst du dich gerade? Pumpst du schon? Ist die Pumpe schon am Laufen, oder? Schon. Ich bin jetzt hier super langsam, aber wenn du dich hier vertust in dem Teil, dann bist du raus. Da kommt der Nächste, guck mal. Ja. So, und das ist natürlich professionell. Der hat es jetzt geschafft, quasi den Basti schon an der Stelle zu überholen. Und da schnallt er jetzt ab und geht hoch. Ja? Ja? Andere schaffen es eben nicht. Und diese Höhenmeter sind jetzt hart erkämpft. Das ist doch echt schwer. Du musst eigentlich, wenn du ganz hinten ziehst, kommst du weit. Ich war super weit rechts. Dann fährst du unten in das Loch. Nimmst du den gesamten Punkt, schießt ihn ganz um. Wenn du von da hochrennen musst, dann fühlt sich so wie ich gerade. Ja. Das ist ja Wahnsinn, ey. Das ist ja hier hochgeballert. Der ist bis hierhin gekommen. Ja, da hat er auch die Fisslatten. Fuigas. Gewachst. Hier ist gar kein Wachs mehr drunter. Ich glaube, wichtig, was der Guido sagte. Wenn du da sprintest, dann kommst du hier an, dann geht gar nichts mehr. Ja. Wenn du das gehst, dann bist du in dem ganzen flachen Teil, hast du Saft. Da kannst Aber hier du verlierst du auch die Minute, ja. Basti versucht noch ein paar andere Taktiken aus. So, und hiermit hast du dann die Höhenmeter geschafft. Musst du um dieses blaue Tor und dann geht's da hinten runter. Ja, dann haben wir hier das nächste Stück und zwar haben wir jetzt den Übergang hier vorne vom Aufstieg geschafft und hier geht's jetzt runter entlang der Ulmer Hütte und an der Ulmer Hütte dann links rum. Und das letzte Stück, so hat gestern, haben gestern einige erklärt, ja, wo man ein bisschen verschnaufen kann, wo man irgendwie gerade laufen lassen kann. So heißt es. Es ist nicht so buckelig, das stimmt. Ich habe es eben aus der Valuga raus gesehen. Roderick, wie ist es dir gerade gegangen, so bei der ersten Erkundung dann nochmal? Ja, eigentlich gut, schick und gut, so muss man nochmal wechseln. Aber ich bin, wenn ich mit dem Rennen auch so weit hinauffahre, dann geht es mit dem Aufstieg, geht es dann. Also dein Plan ist ganz vorne, also vorne ins erste Start. Ja, ich schau mal, ob es geht und heute mit den Skiern hinaufgehen. Und hier das Stück ist jetzt nicht so buckelig. Hier runter, hier wird es auch nicht so buckelig sein. Ne? Hier ist der Schnee auch noch mit euch noch. So, da hat der Roderick jetzt oben bei der Ulmer Hütte auch beschrieben, das Stück oben, da kriegst du richtig Schwung, ja, vor der Ulmer Hütte. Und dann kommt nach der Ulmer Hütte, nach der Kurve, ein flaches Stück. Und da musst du den Speed haben, du musst die Geschwindigkeit mitnehmen. Und jetzt nehme ich an, wird es langsam bucklig, hä? Ja, hier wird es schon mal extrem bucklig da hinten, ja. Das hier, diese Vorbesprechung, die tut dem Basti natürlich jetzt richtig gut, ne? Der Roderick, der hat die Strecke schon so ein bisschen gestern inspiziert, herausgefunden, wo die beste Strecke ist. Und das nimmt jetzt ein bisschen Spannung und Nervosität, die er Basti wirklich hat. Das ist ganz klar, bei so einem großen Rennen will man natürlich auch vorne mitspielen.
Und da hat er auch den Ehrgeiz, sage ich jetzt mal an. Das ist so ein kleines Brutzergehen an der Stelle. Na, hier musst du Gas, Gas, Gas machen. Nur in der tiefen Hocke. Zwei Dinge kommen jetzt hier. Es ist steil und es wird richtig bucklig. Richtiger Haufen hier sein. Ja. Was in die Schuhstrecke reinziehen. Es ist schon so brutal matschig. Ja, das wird heute Abend alles so eng sein. Ja. Lauter Publikum hier. Hier geht die Hölle ab. Hier geht die Hölle ab. Hier geht voll die Hölle ab. Wahnsinn. Ja. Ja, und das ist ja jetzt schon Wasser, Wasserski. Ja. Das wird nicht mehr besser. Hier sind die Buckel auch nicht mehr so heftig. Na, ne? Hier kannst du voll Gas durch. Hier brauchst du nichts mehr denken. Also hier geht's rein, drumherum und dann über die Hügel. Drauf auf diese Hügel. Das ist wild. Seite nicht drüber, sondern einfach quer drüber. Ah, drüber gehen. Und dann auf die Seite wieder quer drüber. Wir haben jetzt 11.27 Uhr. Der Schnee wird noch weicher. Es gibt noch ein paar mehr Buckel. Aber das ist die Strecke. An sich ist die Strecke okay. Der einzige Teil, der echt übel ist, ist einmal das Hochlaufen, finde ich. Da wird, glaube ich, ordentlich ausgesiebt. Dann in dem schwarzen Teil, wo die richtig krassen Buckel sein werden. Da wird, glaube ich, nochmal gut ausgesiebt. Da wird es wahrscheinlich auch ein paar Stürze geben. Den unteren Teil, den kannst du so durchbolzen. Ja. Und hier ist natürlich auch nochmal der Punkt, dass du da in einem, selbst einem, wie ja dann vor zwei Jahren oder vor einem Jahr passiert ist, einem, der auf Platz 1 war, einfach der Dampf ausgeht in den Beinen, dann kannst du da auch nochmal richtig zurückfallen und aufholen. Kann natürlich auch eine Riesengefahr sein, dass wenn dir echt da, wenn du zu sehr Schrott bist, dass du da überhaupt nicht mehr über die Hügel kommst. Ja. So, jetzt wird sich hier fit gemacht für ja, die letzten Schritte vorm Rennen. Roderick ist hier richtig vorbereitet, hä? Ja. Richtig im Rennanzug. Ja klar, das sind ja wieder die Sekunden, um was es geht. Ja, ich glaube, das sind Zehntel. Basti, was sagst du dazu? Ja, ich bin auch im Rennanzug. Bastis Rennanzug? Der ist ja, drunter. Passt schon. Ich fahre nämlich in Adams Kostüm im Rennanzug. Dann geht's richtig rund. Und noch eher dynamischer geht's nicht. Du musst da unten ein bisschen festkleben, aber dann passt das. Ja, perfekt. Ja, und ist auch noch was anderes stattgefunden. Und zwar gibt's eine Skiänderung. Ja, genau. Also, All-Mountain-Ski ist raus. Rossignol Hero Elite Long Turn TE ist drin, ja. Also doch eher Riesenslalom-Rennlauf-Ski als... Warum hast du das gemacht? Du hast viele Gleitstücke, viele Ebenen, wo du durchkommen musst, möglichst zügig. Und ich glaube, mit so einem Ski lässt sich da deutlich besser gleiten. Und dann verliere ich nicht ganz so viel an Zeit und schaffe es vielleicht, mich irgendwie vorne festzuhalten. Ich habe halt sonst halt von einem Stock einfach mal so ziehen oder so. Das Übliche, wie man so macht, die Sachen. Genau. Ja, alles klar. Dann jetzt eher der Riesenslalom-Ski als der All-Mountain-Ski. Ist eine weise Entscheidung, denn die ganzen schnellen Jungs, die machen das ja auch. Das ist absolut so. Jetzt gehen wir mal hoch, ziehen uns mal noch richtig viel Pasta rein, um die Kohlenhydrate ordentlich aufzutanken. Und dann packen wir dir noch ein paar Backsteine in jede Tasche, damit du ein bisschen... Ein paar Weißbier dann noch, um den Kopf auch komplett auszuschalten und dann geht's los. Okay, dann viel Spaß. Okay. Langsam geht es jetzt rund hier oben. Ja, man merkt die Atmosphäre jetzt gerade auch in der Gondelbahn hier hoch. Ruhig, keiner spricht, also alle sind schon so ein bisschen angespannt. Und der Basti auch. Den holen wir jetzt mal noch vor die Kamera, bevor es dann gleich für ihn auch ja, an den Start geht. Eigentlich startet das Rennen erst in anderthalb Stunden, aber wie gesagt, hier oben ist jetzt schon die Spannung ganz hoch. Ein Statement noch, ich begebe mich jetzt quasi runter in den Zielbereich. Nein, Spaß beiseite, ich bin wirklich aufgeregt. Das Rennen ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, das wird derbe. Ich glaube, ich bin aber gut vorbereitet, ich werde das runter schaffen. Das Wichtigste ist halt, dass ich heil ankomme. Jetzt schauen wir mal, wie sehr wir uns da in das Feld zwischen den Leuten mit 2,20 Meter Abfahrtsskiern zwischendrängeln oder vielleicht dann auch ja, den Stolz mal ein bisschen nach hinten schieben und vielleicht nicht komplett auf Wahnsinn gehen. Das wird sich gleich entscheiden. Sehr gut, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, so.
und Faust, genau. Du packst das, ganz, ganz cooler Run und viel Spaß dabei vor allen Dingen. Das ist das Wichtigste. Denke auch. Das gleiche gilt für dich. Ja. Wie fühlst du dich gerade vorm Rennen? Ja, geil, wir sind live, so ich fühle mich ganz gut. Nice. Mit Marius und Bastian. Servus. Geilste Perskollegas. Ja. Wir für YouTube-Kanale Videos machen. Ja, und jetzt und, viel Erfolg an dich. Ja. Du wirst das rocken heute. Ja. Ja, sicher, es gibt noch ein Gas. Ein sehr, sehr motivierter Skifahrer. Richtig gut. Ja, ja, voll geil. Ja. Bereich angekommen, wo gleich der Basti ankommen wird und ihr seht schon, hier ist richtig Stimmung. Auf der einen Seite die Streckenposten, da drüben der Kommentar, Livestream hier unten an der Galzigbahn und das Ganze hier mit einem Bereich und einem Publikum, was ja bei Sonne das Ganze hier sehr genießt. Hier vorne sind ja auch den Livestream, der online übertragen wird. Also das ist nicht, das ist kein kleines Event, wo Basti hier antritt, das ist richtig dick. Und da vorne, da hinten bei dem Tor, wird er dann gleich um ja, 17.10 Uhr hoffentlich ankommen. Also 10 Minuten wäre so das absolute Premium-Ziel, aber solange unter 15 Minuten sicher hier unten ankommt, haben wir doch alles richtig gemacht. Ich freue mich drauf. Und da starten sie! Da starten sie! Basti, go, go, go! Wahnsinn! Das Rennen läuft. Mal schauen, ob wir Basti irgendwo sehen können, aber es ist... Na, ist schwierig. Da ist er nicht bei. Da ist er nicht bei. Ganz, ganz klar. Nee, ganz vorne ist er nicht bei. Aber... Attenzione, aufgepasst, es führt derjenige, der letztes Jahr so großartig gefahren ist. Nämlich Dominik Schranz vom Bund. Wie lief's? Gar nicht mehr. Alles gut? Verdammt weh. Eieiei. Aber geht's dir gut? War's toll, war's ein gutes Rennen. Ich hab vor das letzte Obstakel die Füße fast nicht mehr voneinander bekommen. Wahnsinn. So furchtbar. Ja, ja, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab's geschafft, sind nicht immer so schlecht, glaube ich. Ja, du bist ganz gut, glaube ich. Einer der ersten 50 wahrscheinlich. Wahnsinn. Ihr seid großartig und dann zu einer. Bisher ist er noch nicht da. Aber ich denke, er wird es machen. Er wird irgendwann runterkommen. Ich sehe ihn noch nicht, er sollte den grauen Rossinger-Pulli anhaben. Second starting group is... So, Basti hat mir gerade geschrieben, dass er gestürzt ist, es ist nichts passiert, aber er hat es eben nicht ins Ziel geschafft beim ersten weißen Rausch. Ja, wir werden ihn gleich sehen und dann hoffen wir mal, dass es ihm wirklich gut geht. Meister, sauberer Antritt. Schade, ich war richtig gut, ich habe Meter gut gemacht. Ich habe nicht versucht zu sehen, aber was ist passiert? Der Aufstieg ist halt übel, da habe ich Meter verloren, dann den oberen Teil, kannst du echt gut ausruhen. Du hast es geschafft quasi, den Aufstieg geschafft. Ja, nicht durchzufahren. Ah ja, genau, nach oben zu gehen. Ja, ja, und das war okay, da war ich in der Mitte und da waren halt anscheinend, manche sind nicht so gut, ich schaffe das schneller. Und dann habe ich gesagt, den oberen Teil bis unten, jetzt Meter machen, Vollgas. Normalerweise sind halt Streckenwärter da und hinter der Gruppe hat mir kein Zeichen gegeben. Dann hat er gesehen, dass ich drüber springe, drüber gesprungen. Ja, da sind halt riesen Hupen, da machst du keine Kurve mehr. Ja. Ich habe dann noch versucht, voll nach links, sogar dann so nach vorne geschmissen. Also nicht über jemand anderen drüber gefahren, sondern alleine. Nee, ich hab den halt erwischt mit meinem rechten Bein. Okay. Den hat's auch umgesägt, aber dem ging's auch gut. Also dann angeschnallt, weiter, wir haben uns kurz die Hand gegeben, unterhalten, dass Bein gut geht, ja. Dann bin ich weiter, halt Brille, Helm auf, normal ist der wieder Vollgas hinterher, um irgendwie noch aufzuholen. Hab dann auch wieder ein paar eingeholt.
weil die Stirn brannte halt so sauer. Und dann habe ich halt angehalten und meinte so an der Seite, so habe ich irgendwas an der Stirn. Ich so, Scheiße, Blut ist von Kanone. Oh je. Wenn es richtig losläuft. Also, jeder hat seinen Applaus verdient und auch diejenigen, die im Ziel bereits sind. Gibt's da mal einen Applaus für alle, die jetzt ankommen. Die waren lange unterwegs. So, jetzt neigt sich das ganze Event hier dem Ende zu. Es war wirklich der Wahnsinn im Zielbereich, was hier abgegangen ist. Leider hat Basti es halt nicht geschafft. Er ist gestürzt. Dieser Sturz ist unglaublich. Ja, da ist natürlich richtig was los auf der Piste. Er war gut, aber er hat es diesmal nicht geschafft. Vielleicht beim nächsten Mal beim Weißen Rausch. An sich, das Event ist jetzt nahezu beendet. Alle drei Läufe sind durch. Wir gehen heute Abend noch was essen. Aber ich sage hier an dieser Stelle schon mal Tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, euch hier mit durch den Tag zu nehmen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Videoblog wieder oder auf diesem YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und Tschüss aus St. Anton am Arlberg vom Weißen Rausch. Ciao!